Liebe Freunde, hier ist euer Steinballen und ihr habt es das letzte Mal mitbekommen. Wilhelm II. Hat die Schnauze voll von diesem diplomatischen Hin und Her zwischen den Italienern und den Österreichern und dem Kaiserreich. Er wird das jetzt einfach so laufen lassen und sich dann einen Kriegsgrund suchen. Dementsprechend muss die Armee vorbereitet sein. Wir haben allerdings hier im Afrika-Korps noch keinen Anführer. Da nehmen wir von Boyen immerhin plus 1 Angriff. Nichts Besonderes, aber okay. Dann haben wir hier bei der Bezeichnung noch was falsch gemacht. Wahrscheinlich durch diese ganzen Zusammenlegungen ist irgendwas durcheinander gekommen. Ich habe aber geguckt, das 14. Korps existiert nicht. Dann muss das verloren gegangen sein. Deswegen werden wir das dementsprechend umbenennen. So, soweit dazu. Ja, und ich denke, dann sollten wir die Sache schon mal so ein bisschen vorbereiten, indem wir Beziehungen verschlechtern mit den Italienern unter 100, weil das ermöglicht es uns, Krieg zu rechtfertigen. Das werden wir jetzt so mit der Zeit so ein bisschen betreiben. Um die Diplomatie kümmern wir uns jetzt nicht mehr großartig, aber wir haben noch einen Fokuspunkt offen jetzt durch die letzten Erfindungen. Ich will aber mal Folgendes tun: Ich will mal den Fokuspunkt verändern auf Bürokraten fördern, damit wir hier die auch mal zum vollwertigen Staat mal bald machen können. So, das ist alles das. Hier noch Bürokraten fördern. Okay, und ansonsten denke ich, werden wir Kapitalisten, glaube ich, fördern. Genau. Und da sortieren wir mal. Da, wo ganz wenig Kapitalisten sind und relativ viele Fabriken. Zum Beispiel, was habe ich hier übersprungen? Hannover. Oh ja, hier Level 11, Level 15, das ist schon enorm. Mit ganz wenig Kapitalisten, die nehmen wir. So, wir machen aber mal weiter. Das sind hier nicht ausreichend Fabriken. Pommern. Ja, Pommern kann auch Kapitalisten vertragen. Diesen ganzen Kram beenden wir jetzt mit Textilindustrie und was wir da alles gemacht haben. Hessen-Nassau, ja. Auch Kapitalisten fördern. Ostpreußen, nee, ist glaube ich nicht nötig. Hessen selbst, auf jeden Fall. Kapitalisten, Oberbayern, ich glaube, damit haben wir dann alles aktualisiert. Okay, und ansonsten habe ich gesehen, wir können noch mal eine Sozialpolitik machen. Und ich denke, mit dem potenziellen Krieg im Hintergrund möchte er die Bevölkerung noch ein bisschen ruhig stellen. Deswegen hat er sich was Populäres gesucht, nämlich das ist hier die nächste Stufe in der Arbeitslosenhilfe. Hat eine große Bewegung, die dahinter steht. 732.000 Mann wollen das, Leute. Deswegen werden wir, glaube ich, das durchsetzen und es gilt wieder ein bisschen zu unterdrücken. Okay. Ja, das sind hier so die großen Bewegungen, die es noch gibt. Und die jakobinischen Rebellen haben 6,17 Millionen. Das ist natürlich pikant. Derzeit aber keine Brigaden, die bereit sind, was zu tun. Die Kommunisten haben an Zulauf verloren. Überhaupt, was die Wahlen betrifft, sind die Liberalen jetzt haben, glaube ich, hier deutlich an Zugewinn bekommen, sowohl von den Konservativen als auch von den Sozialisten, wie mir scheint. Mal gucken. Wahlkampf ist ja auch noch, ne? Ja, 1. Juli in einem Monat. Aber ich gehe davon aus, dass die Liberalen wieder gewinnen werden und wir lassen sie auch erstmal dort. Im Übrigen haben wir tatsächlich schon Großkampfschiffe gebaut, hatte ich gar nicht gesehen. Die sind jetzt erstmal wieder auf dem Rückweg. Gut. Soweit dazu. Großbritannien bricht das Bündnis mit Nepal. Ecuador-Bündnis mit USA. Frankreich ärgert Großbritannien ein bisschen. Ja, wie gesagt, die italienische Geschichte, die lassen wir einfach mal so laufen. Naja, die Italiener sind wieder aggressiv uns gegenüber. Und das ist sehr schön mit Blick auf den kommenden Krieg möglicherweise. Artillerieangriff und so weiter. Sehr, sehr schön. Gut, das heißt, wir machen weiter. 17, noch ist die Gesellschaft nicht in Kriegsgrund
kriegerische Stimmung, deswegen wird ganz normal weitergemacht. Und wir haben Industrie gewürfelt. Ja. Elektroofen, ich glaube Kohleise, Eisenstahl, das ist sowieso unser Steckenpferd. Boah, Kohleproduktionsleistung plus 100% dadurch, ist ja echt der Hammer. Das machen wir. Enorm, ich bin beeindruckt. Weiter geht's. Wir werden hier nochmal die Beziehung verschlechtern. Bei 110 und einmal machen wir das Ganze noch. Und dann gucken wir mal, wie weit hier das Spielchen ist. Vertraut ist allein Italien. Und irgendwann werden sie es dann durchziehen. Handelspolitik. Es geht um Protektionismus oder Freihandel. Ja, wir halten hier wieder so eine mittlere Linie. Zur Absicherung unserer Industrie sind einige Schutzmaßnahmen durchaus angebracht. Denke ich, das ist so ein bisschen die Position. Und das haben wir erstmal eine große Entdeckung. Zinsinflation Gegenmaßnahme. Durch die Ermächtigung der Nationalbank, die Zinssätze zu ändern, konnte die Regierung in gewissem Maße die Inflation gegen die Arbeitslosigkeit abwägen. Das hat folgende Effekte: Steuereffizienz. Sehr schön. Und Wahlen. Ja, die Nationalliberalen bleiben Regierungspartei, sind stärkste Kraft. Wie sieht's aus? Die Sozialisten 10%, die Kommunisten 2%, die Konservativen sinken immer weiter in der Gunst des Volkes, damit vermutlich auch in der Gunst von Wilhelm. Also, das ist jetzt so, er hat jetzt eher so eine liberale wirtschaftspolitische Linie, so interpretieren wir das mal, mit einem weiterhin sehr, ja, hoher patriotischen Außenpolitik. Okay. Können wir Italien? Ne, können wir nicht. Gut. Dann lassen wir das Ganze mal weiterlaufen. Ach, was ich direkt mal testen wollte, ob wir, wenn wir hier uns in den Alpen stationieren, ist ja eigentlich egal wo, ob in Bern, oder wir gehen mal hier unter, mal den Live-Test, wenn wir uns, wir können nicht durch ein neutrales Gebiet, ja. Mit denen sind wir ja verbündet. Das werden sie natürlich akzeptieren. Viel zu viel Schiss für uns. Ja. Das werden wir jetzt mal bitte ausprobieren, ob wir da Verlustquoten haben. Aber was haben wir jetzt? Aussperrung. Nach längeren Arbeitskämpfen haben Kapitalisten in einem unserer Staaten ihre Angestellten ausgesperrt. Das Management hat ihnen mitgeteilt, dass sie so lange nicht mehr willkommen sind, wie die hohe Sympathie für die Gewerkschaft anhält. Richtig so. Die lokale Polizei hat ihr Verständnis für diesen Schritt kundgetan und sich auf eine lange Reihe von Störfällen in der Fabrik berufen, einige davon am Rand der Sabotage. Ja. Sehr schön. Ja, Handel, Kriege, Produktion und ihr erzählt mir von organisierten Arbeitern. So sehen wir das. Und was sehe ich hier? Wir haben hier 0%. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Prima, da kann man sich dann schon ganz gut aufbauen. Und da muss man sich überlegen. Aber, warte mal. Versorgungslimit 41. Ja gut, das heißt, wow, die hat nur durch den Durchmarsch dahin über 1000 Mann verloren. Das ist ja Wahnsinn. Aber die scheinen überall 41 zu haben. Allerdings wird man dann nur mit einer Armee dort stehen können. So ein Angriff auf so eine 51, ja gut, man könnte von beiden Seiten hier angreifen. Wobei die dann, naja, das wird auch zumindest, naja, das, wir werden das mit reiner Masse erledigen. Aber so hier, Gott sei Dank ist hier kein Gebirge. Aber sie haben halt überall Stufe 4 Festung. Das ist nicht ohne, wenn man da angreift. Die Masse macht es dann unbedingt auch nicht mehr, weil ja die Gefechtsbreiten hier immer kleiner werden, wie ich gelernt habe. Okay, wir lassen sie jetzt einfach mal da stehen, weil wenn wir sie zurückziehen, haben wir jetzt gleich nochmal Verluste. Aber jetzt wird es interessant. Jetzt wird es nochmal ganz interessant, was ganz anderes. Bosnien, ein internationaler Konflikt. So, was passiert jetzt hier? Das hatten wir schon länger nicht mehr. Bosnien, was wollen die eigentlich? Ah ja,
Rückgewinnung rechtmäßiger Gebiete von Serbien. Die wollen irgendeine Großmacht überzeugen. Wir, die Osmanen, sind... Okay. Betrifft das jetzt Serbien eigentlich oder die Osmanen? Na, mal sehen. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Ja, jetzt gibt es eine Anfrage. Die Osmanen bitten uns um Unterstützung. Und ich denke, sie sind unsere Verbündeten, wir sind die Schutzmacht. Es ist selbstverständlich, dass wir jetzt hier irgendwelche separatistischen Bewegungen unterbinden. Wir akzeptieren das. Oh. Ja, das könnte sich zu einem Klassiker hier entwickeln. Das russische Zarenreich unterstützt tatsächlich Serbien. Ja, ihr slawisches Brudervolk. Okay, jetzt scheint sich hier diese Sache noch in eine ganz andere Richtung zu entwickeln. Ach so, Serbien verlangt, jetzt kapiere ich das erst, Serbien verlangt von den Osmanen Gebiete. Das ist der Punkt. Naja, wollen wir sehen. Wir können hier natürlich Freunde reinholen. Die Briten und Italiener. Und ihnen dann was anbieten im Falle eines Falles. Schauen wir uns das mal an. Italien neigt stark zur Unterstützung des Deutschen Kaiserreichs. Oh, die Briten neigen zur Unterstützung des russischen Zarenreiches. Und die Franzosen neigen stark zur Unterstützung des russischen Zarenreiches. Das ist natürlich fett. Wenn die Briten jetzt hier gewissermaßen die Seiten wechseln. Wie kommt das überhaupt? Wir sind auch Bündnispartner. Politische Überlegungen sind es. Wir könnten ihnen irgendwas anbieten, aber was? Ah, nee. Das interessiert sie gar nicht. Irgendeine Region erobern. Das wollen doch die Briten da auch nicht, oder? Wir lassen es mal laufen. In unserer überheblichen Form der Außenpolitik. Was, wie, wo, was passiert denn jetzt hier? Das nächste Ding. Es ist ja unfassbar. Können wir da kontern? In der Schweiz haben wir eigentlich volle Einflusspunkte. Jetzt geht's ja los. Natürlich können wir das. Wir können Frankreichs Meinung senken. Und dann selber hier... Ich meine, in Österreich geben wir jetzt erstmal sowieso verloren. Das ist nochmal so eine andere Nummer. Aber Schweiz gegen von Frankreich lassen wir uns jetzt hier nicht auf der Nase herumtanzen. So, wieder Frauenrechtler. Ach naja, Meinungsfreiheit und all das. So, warte mal, wir bleiben mal hier am Ball. Die Konflikttemperatur steigt. Die Franzosen unterstützen die Russen. Kann man den Briten was anbieten? Ich meine, interessiert sie ihren Niedrigen? Das interessiert sie offenbar nicht. Irgendeine Befreiung wird sie wahrscheinlich auch nicht interessieren, oder? Finnland, Norwegen befreien, die sind dann ihr... Oh, das würden sie gut finden. Die wären, glaube ich, dann allerdings in ihrer Einflusszone. Wollen wir das? Stört uns das? Ja, also die Briten möchte ich jetzt nicht unbedingt hier... Wobei eigentlich, wisst ihr was, bei diesem Kampf, wenn die Briten da gegen uns kämpfen, die haben doch überhaupt keine Handhabe. Eigentlich ist es wichtig, dass die Italiener bei uns sind. Die Briten haben keine Handhabe.
Wir haben die mächtigere Flotte, die kommen nicht rüber. Die können hier von Indien höchstens irgendwie was tun, aber da sind unsere ganzen Verbündeten, das ist eh kein Thema. Wisst ihr was? Wir lassen das mal so laufen. In unserer absoluten Überheblichkeit ignorieren wir jetzt einfach diese Gefahr der Briten. Wir isolieren uns gewissermaßen, weil wir uns für unbesiegbar halten. So, wir lassen mal den Konflikt weiter anschwellen. Die Franzosen sind natürlich wieder vorne mit dabei. Ganz klar. Vielleicht ist jetzt nicht so der günstige Zeitpunkt, es sich mit Italien zu verscherzen. Muss man auch mal sagen. Schweiz. Gucken wir mal ganz kurz hier. Herzlich. Nur wir sind vertraut. Das heißt, wir müssen zuerst auf 100 kommen. Ja, das sollte kein Problem sein. Das war nur so ein Strohfeuer. Was ist das denn? Der deutsche Rote Stern. In Berlin wurde eine neue Tageszeitung gegründet, die aus ihrer politischen Gesinnung keinen Hehl macht. Der deutsche Rote Stern, offizielles Parteiorgan der Deutschen Sozialistischen Partei. Was ist das für eine Partei? Der Rote Stern veröffentlicht tief bewegende Sozialkommentare, selten ohne anschauliche Kurzberichte über die Lebensbedingungen der arbeitenden Bevölkerung auf der ganzen Welt. Der Rote Stern steht eigenen Aussagen zufolge für internationale Solidarität, Arbeiterrechte, Gewerkschaften und Klassenkampf auf einer breiten, demokratischen und sozialistischen Basis. Oh Leute, das ist echt nervig, dass es hier immer so eine englisch-britischen Antworten sind. Was ist dieses furchtbare Käseblättchen? Eine Fisch- und Chips-Verpackung. Ah, wie passend für Wilhelm. Naja. So, was ist hier los mit den Konflikten? Gustav von Schmoller. Den klicken wir mal weg, weil ich bin jetzt doch ein bisschen gespannt auf diese Entwicklung. Das ist doch jetzt heikel. Noch tut sich hier nichts. Sie neigen stark zu unserer Unterstützung. Ja, dann sollen sie uns mal unterstützen. Ich will denen nichts geben. Ich werde jetzt nicht die Italiener noch irgendwie stärken. Wir haben ja noch was vor mit denen. Ach komm, wir gucken jetzt mal einfach weg. Wir gucken jetzt mal weg und wir gucken mal wieder hier auf dieses Thema. Wie sieht es denn hier aus? Aber so viel tut sich hier auch nichts. Wahrscheinlich ärgert sich jetzt schon wieder Italien mit den Russen herum. Ja, wir lassen das mal so laufen. Ja, okay. Tatsächlich. Die Briten haben sich jetzt auf die russische Seite geschlagen. Beziehungsweise auf die serbische Seite, wenn man so will. Aha. Sie wollen uns erniedrigen. Das ist ihr Kriegsziel. Und die Briten und die Franzosen sind dabei. Sollten wir jetzt was tun für die Italiener? Was sollen die denn jetzt erobern? Vielleicht von den Franzosen was. Das könnte man ihnen vielleicht geben. Ja, das ist doch ein nettes Versprechen, oder? Ich weiß nicht, ob das so funktioniert, aber wir versuchen es mal. Wir versprechen ihnen irgendeine Region. Allerdings kriegen wir dann die Infamie. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Außerdem müssen wir ihnen auch was Konkretes anbieten. Ach so. Wir können ihnen gar keine Region anbieten, weil das zu weit entfernt ist. Russisch Hokkaido können wir ihnen anbieten. Das finden sie toll. Aber wir kriegen 10 Infamie. Das will ich auf keinen Fall. Das will ich auf keinen Fall. Ach, wir haben doch gar nichts für die. Nee, komm. Wir geben jetzt keine Infamie für die Italiener aus. Wir sind jetzt so richtig überheblich. Sollen sie das mal alles versuchen hier gegen uns durchzusetzen? Und die Franzosen, was ist mit denen los? Die sind jetzt... Jetzt wird es langsam nervig. Jetzt wird es langsam nervig. Die fighten jetzt hier um so eine blöden kleinen Länder. Und hier sind wir noch nicht mal so weit, dass wir reagieren können mit 33. Das ist doof. Vielleicht sollten wir in Österreich-Ungarn doch ein bisschen weitermachen. Warte mal, Schweiz zur Sphäre hinzufügen. Edge, Badge, Edge. Wir sind wieder am Zuge. So, es geht noch weiter mit der Sozialpolitik. Gibt es da noch irgendwas, was gewünscht wird? Allgemeine Gesundheitsvorsorge noch verbessern. Auf geringe Hilfe machen wir das.
gibt auch eine große Bewegung. Wir dürfen bloß keine Revolution jetzt haben. Deswegen machen wir das auch nochmal. Na los, wir wollen wissen, was passiert hier. Was wird hier passieren? Wir können Österreich-Ungarn, könnten wir Meinung steigern. Aber wie gesagt, wir haben keinen Bock mehr auf dieses Spiel, deswegen lassen wir das erstmal. Der Nobelpreis für Literatur. Einer unserer herausragenden Wissenschaftler erhielt den diesjährigen Nobelpreis für Literatur. Was für eine große Ehre. Wunderbar. Sehr schön. Angesichts der Tatsache, dass alles hier bei uns 20 Jahre früher ist, war es vielleicht, keine Ahnung, Thomas Mann oder so. 1906 hat er schon als... Naja, lassen wir das jetzt mal. So, der Konflikt steigert sich. Noch ist keine Lösung. 77, 76, 75 Tage. Können wir eine Lösung vorschlagen? Nee, 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 nee. Wir knicken jetzt hier nicht ein. Das ist klar. Paramilitärische Gruppen. Faschistische Rebellenorganisation verbessert sich. Auch das lassen wir jetzt mal einfach so laufen. Wir warten das ab. Diese 60 Tage, die haben wir jetzt auch noch Geduld. Ich denke, das seht ihr genauso. Und was ist hier los? Das ist jetzt allerdings dramatisch. Erwin von Moltke ist tot. Unser bester Anführer. Verdammte Axt. Jetzt müssen wir noch umstrukturieren. Nee, das mache ich off-cam. Die Zeit werden wir noch haben. Aber die Konflikttemperatur steigt. In 53 Tagen muss eine Lösung her. Und Italien sollte sich mal gefälligst entscheiden. Und sie unterstützen uns. Jawohl, wir haben richtig gepokert. Ha. So, jetzt möchte ich doch mal sehen, was jetzt passiert. Elektroofen. Wunderbar, noch pünktlich zum möglichen Kriegsausbruch. Hier, ach nee, das machen wir alles in der nächsten Folge. Wir müssen jetzt nicht würfeln. Wir werden jetzt das hier nochmal durchziehen. Die Forschungspunkte gehen ja Gott sei Dank nicht verloren. 30 Tage noch. Dann muss eine Lösung her. Wir schlagen hier nichts vor. Weißen Frieden akzeptieren wir nicht. 16 Tage wird ein Krieg ausbrechen. Liebe Freunde, ich werde mal Folgendes tun, schon mal ein bisschen vorbauen. Okay. Was passiert? Was, wie, wo, was? Event nehmen XY? 10 Tage? Minus 5000. 10 Tage, Leute. Wir zählen runter. 9, 8, 7, 6. Wird es ein Weltkrieg? Wegen Serbien? Kennen wir das irgendwoher? Ist das der dritte oder vierte Weltkrieg, der jetzt gleich ausbricht? 5, 4, 3. Komm, wir machen mal die Geschwindigkeit ein bisschen langsamer. 2, 1. Nein! Es gibt keine Lösung. Unfassbar. Unfassbar, Leute. Wegen so einem Krimskrams bricht ein Krieg aus. Aber wir werden hier nicht nachgeben, das ist klar. So, Brasilien, Persien, Montenegro, Griechenland, Schweiz, Ungarn, Spanien, Niederlande, Belgien, Schweden, Dänemark, Österreich, Ungarn. Ja, und die russische Aktion entwickelt sich zu einem Weltkrieg. Okay, Leute. Es geht wieder los. Und, verdammt, ein Schlachtschiff, ein Großschlachtschiff von uns. Wieso? Ach, die sind irgendwo auf der Fahrt nach Djibouti sind die da hängen geblieben. Das ist natürlich richtig bitter. Jetzt muss hier die deutsche Flotte unrichtig, also nicht mit guter Organisation hier schon auslaufen. Na, das ist ja wohl dumm. Und die Briten haben auch Schlachtschiffe. Die haben nachgerüstet. Tatsächlich, die haben ein Schlachtschiff und wir haben ein Großkampfschiff. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Für beide war diese Aktion überraschend, aber ein Auftakt für diesen Weltkrieg. Okay, Leute, wir haben also in der nächsten Folge einiges zu organisieren. Bis dann, macht's gut, euer Steinwein.